Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir sind jetzt hier wieder in diesen einen Wald nördlich von... War doch nördlich, oder? Ja, genau. Hier unterwegs. Ah, stimmt, den ganzen Abschnitt hatten wir ja auch schon. Aber irgendwo hier müssten wir doch auch den Bogen oder die Armbrust finden, den der eine Dude hier gesucht hat. Wenn wir hier drauf gehen und dann nicht Bossbossbogen, Dragomirs Armbrust. Dragomir hat seine Armbrust in einem seltsamen Steinkreis in den hohen nördlichen Bergen verloren. Und den Steinkreis will ich jetzt finden und hoffen, dass wir die Quest dann zumindest erledigt haben. Ich sehe da hinten schon wieder eine Statue von Innos. Die sind aber auch überall hier. Die sind alle sehr, sehr Innos fokussiert hier, muss man sagen. Adanos hat hier keine Statue und eine Statue von Belia ist bei Xardas im Turm. Apropos Xardas, den hätten wir eigentlich bestimmt auch von dem Drachenangriff Bescheid sagen können. Ja, zu Innos beten wir jetzt nicht noch einmal. Aber wenigstens gibt er uns immer wieder Stärke und so weiter. Wo finden wir eigentlich den Steinkreis im Norden? Wenn wir jetzt nochmal auf die Map gucken. Da müssen wir schon weit laufen. Wenigstens sind hier die Pilze wieder da. Ich finde super, dass die Dinger hier immer wieder respawnen. Aber diesen einen, irgend so ein Stärkekraut gab es hier auch, der uns immer wieder Stärke gibt. Den will ich auch irgendwie wieder finden. Die spawnen irgendwie nicht nach. Da müsste ich mal gezielter nach denen suchen hier. Stimmt, da war ja die eine Hängebrücke. Bitte sein. Nein, Lauflieder. Hier ist nochmal Blauflieder. So, die Brücke knistert aber auch schön. So, und weit da auch wieder Blauflieder. Genau, und dann kommt da hier jetzt die eine Pyramide. Oh, Feuernessel und Heilpflanze, nice. Dafür geht es zur Pyramide, wenn wir jetzt hier geradeaus gehen. So, hier haben wir wieder Blauflieder und Feuernessel. Und die Musik wird jetzt ein bisschen wieder anders. Ist da wieder eine Statue von Innos? Innos-Statue. Die sind echt überall. Feuernessel, bitte Heilkraut, Heilpflanze! Feuernessel. Wir müssen hier wirklich alles einsammeln. So, wenn wir jetzt hier hochgehen, genau, das ist erstmal diese Kurve. Alter! Werde ich hier erstmal von so einem Geräusch erschreckt. Und gegen Varane kommen wir ja auch mittlerweile an. Da müssten gleich, glaube ich, Varane kommen. Da sind noch Blutfliegen. Und Feuerwarane. Ich speichere einmal, vorsichtshalber. Auf die 2. Wenn hier Feuerwarane sind, bei denen bin ich mir nicht sicher, ob wir da ankommen.
Ne, das ist ein normaler Varane. Und das. Noch ein anderes. Ah, ist ein Scavenger. Okay. Ja, Scavenger habe ich kein Problem. Da ist nichts zu holen. So, Varane. Ja, nur dich. Nice. Und der war raus. Komm. Da ist nichts zu holen. Okay, von Varan kriegen wir nichts, aber das speichern wir. Ich mache jetzt immer zwei Save Games. Ist sinnvoller als nur ein zu haben für jeden Stand. So, da sind wieder Scavengers, nice. Na, komm. Das war jetzt ein bisschen doof. Okay, aber kämpfen ist auch nicht hier so Feldknöterich, Sumpfkraut, Snapperdings, Weidenbeere, Butlerfleisch. Komm. Butlerfleisch gibt doch irgendwie am meisten was. Gibt's hier noch ein Feuernessel? Irgendwann haben wir so viele Kräuter. Ich glaube, Alchemie zu lernen wäre hier auch praktisch. Weil damit könnten wir sehr viele Heiltränke vielleicht uns herstellen. So. Komm. Ja, komm. So, und der hier. So, jetzt müssen wir wieder futtern. So, die Dunkelpilze. Jetzt ist nur die Frage, wo ist denn der Steinkreis? Mana, Mana, Mana. Hier, Lebensenergie. Muss doch hier irgendwo sein. Wie weit? Da ist noch ein Licht, Dings. Warte mal. Wenn wir hier den Weg gehen. Da ist ein Irrlicht. Den machen wir auf jeden Fall platt. Und noch eine Steintafel. Alter. Hä? Da ist es. Nichts zu holen. Okay, von Irrlichtern können wir nichts holen. Aber die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir sind auch mittlerweile in der Lage, gegen die zu kämpfen. Wo ist denn die Straße hin? Da ist die Straße hin. Ah ja, die Scavengers. Und hier ist noch eine Heilpflanze. Die ich übersehen habe. Fast. Heilpflanzen. Feuerkraut. War hier nicht noch irgendwas? Nope. Hier war nichts. Okay, gehen wir jetzt hier wieder die Straße entlang. Denn wir wollen ja in Richtung Snapper. Nicht Snapper, Lurker. Da sind auch wieder Lurker. Und Scavengers. Machen wir erstmal den. Autsch. Ja, zwei gehen.
Zwei gehen noch von denen. Süß. Da ist nichts zu holen. Komm. So. Und die nächsten Lurker. Ja, komm. Einer reicht. So, und du jetzt. Komm. Okay, der ist aber verbuggt. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen, okay. Und noch ein Lurker. Hier gibt es aber viele. Nice. Und was ist das? Heilpflanze, perfekt. So, ein paar von denen müssen jetzt wieder wahrscheinlich nehmen. So, Waldbeere können wir auch essen. Goblinbeeren. Ah, okay. Und nochmal Blauflieder. Wie sieht es jetzt mit der Geschicklichkeit aus? Wir haben jetzt 24, ja. Das könnten Banditen sein. Da könnten Banditen sein, die uns nicht freundlich gesinnt sind. Grimbald? Hey, du! Wartest du auf jemanden? Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Warum ich? Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Was hast du vor? Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Okay, komm. Okay, ich helfe dir. Geh vor. Alles klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht zu nah. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Und wehe, du kneifst. Okay, schwarzer Troll ist da oben. Gut, dass wir vorher gespeichert hatten. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Na? Das war's mit dir, du Mistvieh. So. Hat er erledigt? Kannst du mir das Jagen beibringen? Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Ja, okay. Bring mir das Jagen bei. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Crawlerplatten nehmen, Zangen rausschneiden, Klauen hacken, Blutfliegenflügel. Wir könnten drei Sachen jetzt auf einmal lernen. Komm, wir nehmen das. Den Stachel der Blutfliege zu entfernen ist eigentlich kein Problem. Man muss nur den Ansatz finden und mit dem Messer fest zustoßen. Okay. Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Blutfliegenflügel? Die Flügel der Blutfliege reißt man einfach aus dem Körper der Fliege oder löst sie mit einem scharfen Messer ab? Okay, noch eine Sache. Was genau willst du wissen? Klauen hacken. Klauen entfernt man unterschiedlich. Bei einigen Tieren mit einem starken Hieb und bei einigen genügt ein einfaches Abschneiden mit dem Messer. Okay, mehr können wir aber jetzt nicht von ihm lernen, würde ich sagen. Wir haben jetzt keine Lernpunkte mehr. Tiere ausweiden gelernt. Aber da fehlt noch ein bisschen was. Speichere trotzdem mal. Wir haben das erfüllt. So, wo sind wir jetzt genau? Da geht's zum schwarzen Troll. Da haben wir wieder so eine Steintafel. Wir müssen lernen, wie man die liest.
Jetzt müsste ich in der Lage sein. Okay, nicht von denen. Jo, da haben wir den. Wo führt der Weg hin? Achso, da führt wieder runter. Aber wir müssen wahrscheinlich weiter in die Richtung. Und unsere Armbrust für den einen Kollegen da holen. Irgendwo hier ist ja ein Steinkreis. Ach komm, Heilpflanze nehmen wir mit. Noch werden wir... Ja, Meyer Lurks! Meyer Lurks, Mole Rats. Ich war irgendwie zu sehr jetzt ein Fallout drin im Kopf. Vom Namen her. Da sind noch mehr Mole Rats. Nice. Da ist nichts zu holen. Eine Höhle. Speichere ich noch einmal. Und dann gehen wir da auch mal rein. Okay. Eine Untotenhöhle. Dann gehen wir da nicht rein. Skelette bin ich noch zu schwach. Definitiv. Hier müsste gleich irgendwo ein Steinkreis sein. Das sieht aber auch... Feuerkraut. Und Scavengers. So. Ja, komm. Okay, das war jetzt ein bisschen doof. Von meiner Seite doof. Ach komm, wir trinken den hier mal. Das müsste genügen. Untote Goblin-Skelett? Nein. Hier ist aber der Steinkreis. Das heißt, hier ist irgendwo die Armbrust. Hört auf. Hier gibt es Heilkräuter. Hier muss... Da war was. Dragomis Armbrust. Ja, jetzt haben wir's. Wir können gehen. Wegen die... Knochengoblins, da, also will ich lieber noch nicht kämpfen. Ich hoffe, die lassen mich jetzt gleich in Ruhe. Hä? Achso, der hat mich noch getroffen, okay. Der hat mich noch erwischt gehabt. Aber wir gehen. Wir gehen jetzt mal. Wir haben wenigstens die Armbrust eingesammelt. Heilkraut. Jetzt eben schnell den Weg wieder zurückfinden. Dann haben wir wieder immerhin die nächste Quest abgeschlossen. Und wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Steine, Steintafeln, die wir noch lernen müssen zu lesen, damit wir damit irgendwie, keine Ahnung, neue Fähigkeiten erlernen oder sowas. Die haben ja alle irgendwie was. Ein Vorteil. Was haben wir jetzt eigentlich genau für Steintafeln? Steintafel des Bogenschützen 1, 2, Armbrust 1, Geschick, Magie 2, 3, 1, Lebensenergie 2 und 1, Stärke und Zweihandkampfes. Und hier haben wir normale alte Steintafeln. Okay, die werden aber von Watras gesammelt, gesucht.
Ich speichere einmal, weil wir jetzt eigentlich die Armbrust haben, die wir jetzt abgeben können. Ich freue mich, wenn wir stark genug sind, gegen die ganzen Viecher hier anzukommen, dass wir die alle kaputt hauen können. Irgendwann wird der Tag kommen. Ist das hier der Weg? Ich glaube, das ist der Weg. Heilpflanze. Und nochmal Feuerkraut. Wir haben jetzt mittlerweile so viel Feuerkraut. Mana benutzen wir eigentlich so gut wie nie. Weil ich bin jetzt nicht der magiekundige Typ, sage ich jetzt mal. Auch in solchen Fantasy-Spielen, auch Elder Scrolls, bin ich jemand, der sehr, sehr wenig Magie nutzt. Da bin ich eher so der klassische Hau drauf. Oder wie eher so in Fallout 4 oder Skyrim, sogar viel, viel lieber eher so ein bisschen sneaky unterwegs. Und ja, da... Ja. Ich weiß nicht, also... Ich bevorzuge wirklich lieber entweder Stealth oder halt so... Der klassische Krieger, Feuernessel haben wir auch unendlich viel. Bei Magie habe ich mich nie richtig mit identifizieren können. Da haben wir wieder Heilpflanze. Ich feiere es, dass das alles immer wieder nachspawnt. So, Blauflieder. Wie viel Feuerkraut haben wir und Feuernesseln? Feuerkraut? Feuerwurzel? Feuernessel? Haben wir doch nicht so viele, wie ich jetzt gedacht hatte. Wir müssen mal da runter. Da ist erstens eine Höhle und zweitens auch Blut. Heilpflanze. Heilpflanze. Da müssen wir mal runter. Das sieht sehr, sehr verdächtig aus. Ja, und in den nächsten Tagen, wo ich das... Ich werde jetzt wieder ein paar Tage mehr aufnehmen. Bisschen wieder mehr vorproduzieren. Weil jetzt am 6.9. kommt ja Starfield raus. Und ich werde das definitiv Let's Playen. Wahrscheinlich erste Folge kommt dann am 7.9., aber habt ihr ja schon längst alle gesehen, wenn, wenn diese Folge hier jetzt rauskommt. Boah, Heilkraut, nice. Heilpflanzen. Ah, warte mal, das ist der Weg. Wir gehen nächste Folge auf jeden Fall mal dahin, wenn ich das mir gemerkt habe. Muss ich mir gleich vielleicht sogar aufschreiben, dass wir dahin gehen wollen. Vielleicht werden wir das noch. Werden wir zur nächsten Folge wahrscheinlich wieder vergessen haben. Fackel. Entweder ist es meine Fackel, die ich irgendwann mal da fallen gelassen hatte, oder die lag so, oder ist gerespawnt. Kann auch sein. Boah, mir juckt die Stirn gerade. Aber ja, wir haben wenigstens jetzt Dragomirs Dings hier. Boah, ich bin aber auch gespannt, wie das Bausystem in Starfield sein wird. Basenbau, Schiffsbau. Ich habe da auf jeden Fall richtig heftige Pläne. Ich freue mich schon auf jeden Fall drauf. Aber ich werde jetzt erstmal bis zum 6. erstmal Morrowind und hier Gothic 2 ein bisschen weiter vorproduzieren. Das heißt, wenn... Waldbeere? Waldbeere war Lebensenergiebohnen. Achso, das war nur so... Komm, die Blauflieder können wir mal aufessen. Oder den Fisch. So, Heilkraut.
Und nochmal ein bisschen Blauflieder. Okay, was Pflanzen angeht, das finde ich super, dass hier das alles immer respawnt. Nochmal Waldbeere. Und da haben wir Dragomir. Geben wir ihm seine Armbrust. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. So. Hier, ich habe deine Armbrust gefunden. Hier. Ich habe deine Armbrust gefunden. Das ist tatsächlich meine. Sag nicht, du bist oben bei dem Steinkreis gewesen. Und ob. Ganz schön leichtsinnig. Wie auch immer. Ich danke dir. Ich werde dir diese Tat natürlich belohnen. Ich hoffe, das ist genug. Nur 150 Gold? Okay, aber... Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Okay. Da kann er uns immer noch nicht helfen, aber immerhin 150 Gold und 150 Erfahrungspunkte. Wie viel fehlt uns denn noch für die nächste Stufe? Mehr als genug. Die wir jetzt nicht so einfach kriegen. Ja, ich gehe aber jetzt erst einmal nach Corinnes zurück, denn wir... Fernandos Geschäft... hier. Das Krautpaket. Wir haben hier echt viel zu viel, was wir noch machen müssen. Und das mit diesen Vermissten. Die Vermissten. Elbridge, der Tischlerlehrling von Torben, ist verschwunden. Gavel beschwert sich über seinen Arbeiter Monty. Monty ist eines Tages nicht mehr zur Arbeit erschienen und macht sich seitdem angeblich ein schönes Leben bei den Bauern. William, einer der Fischer des Hafens von Corinnes, gehört zu den Vermissten. Ein Freudemädchen namens Lucia ist aus dem Bordell am Hafen verschwunden. Der Bauer Akil vermisst seine beiden Feldarbeiter Tonak und Telbo. Der Bauer Benga vermisst seinen Feldarbeiter Paros. Ich will rausfinden, wo die sind. Wo wir die finden. Da muss ich mich wirklich mal schlau machen. Also in-game schlau machen. Ob wir da nicht noch mehr rausfinden. Aber wir gehen jetzt trotzdem erstmal wieder zurück nach Corinnes. Denn ich will irgendwie irgendwo Milch kaufen können, ja? Wir brauchen die Milch, die ich aus Versehen getrunken habe. Kann doch nicht so schwer sein, Milch zu organisieren, oder? Wir hatten jetzt auch lange gebraucht wegen dem Stück Schinken. Für den einen da. Und Bospas Bogen, das müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen. Das hat auch irgendwie, macht auch ordentlich Probleme. Ui. Dass wir das nicht rausfinden. Aber egal, ich würde sagen, wir gehen nach Corinnes in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Bleibt schmutzig und ciao.